Hey, euer Dog ist wieder am Start mit einer neuen Folge und Sony hat's gemacht, einen neuen Trailer veröffentlicht und der verrät ein bisschen was. Aber viel wichtiger, die verkünden auch ein Event, das heißt nächste Woche hier auf dem Kanal. Jetzt Patient werden, Abo da lassen und wir schauen uns nächste Woche gemeinsam, höchstwahrscheinlich im Livestream, das an, was wir jetzt hier in Erfahrung bringen. So, wir werfen jetzt erstmal einen Blick auf den Trailer. Und man sieht einen schwarzen DualSense PlayStation 5 Controller. Die Zukunft des Gaming. Sei dabei am 4. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit. Hier dabei sein. Die haben auch noch einen Text veröffentlicht. Ihr seid eingeladen, einen Blick in die Zukunft des Gamings für PlayStation 5. Seid am Donnerstag, den 4. Juni um 22 Uhr dabei. Jim Ryan, President and CEO, Sony Interactive Entertainment. Mit jeder Generation, von der ersten PlayStation bis zur PlayStation 4, streben wir ein höheres Ziel an und erweitern die Grenzen, um den Erlebnisraum unserer Community zu verbessern. Das ist seit mehr als 25 Jahren die Mission der PlayStation-Marke, meine Mission, an der ich fast von Anfang an beteiligt war. Es gibt nur wenige Dinge, die so aufregend sind wie der Start einer neuen Konsole. Hey, das stimmt. Obwohl dieser Weg zum Start etwas anders war. Freuen wir uns, wie immer, euch auf diesem Weg zu begleiten, um die Zukunft von Videospielen neu zu definieren. Wir haben euch von den technischen Daten erzählt und den neuen DualSense Wireless Controller gezeigt. Aber was ist denn ein Start ohne Spiele? Boah, so wie sich das anhört, zeigen die nur Games. Lesen wir mal weiter. Deshalb freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass wir euch bald einen ersten Blick auf die Spiele geben werden, die ihr nach dem Start von PlayStation 5 zu Weihnachten spielen werdet. Heißt, die zeigen die Games, die schon zum Release da sein werden. Die Spiele für PlayStation 5 sind die besten der Branche aus Innovation, Studios auf der ganzen Welt. Studios sowohl größer als auch kleiner, die neueren und etablierten. Alle haben hart daran gearbeitet, Spiele zu entwickeln, die das Potenzial der Hardware ausreizen werden. Diese digitale Präsentation wird für etwas mehr als eine Stunde laufen und zum ersten Mal werden wir alle zusammen virtuell die Aufregung miteinander teilen können. Der derzeitige Mangel an Events vor Ort bietet uns eine erstaunliche Chance, anders zu denken und euch auf die Reise mitzunehmen und hoffentlich näher als je zuvor. Dies ist Teil unserer Reihe von Updates über die PlayStation 5 und es sei euch versichert, nach der Präsentation der nächsten Woche werden wir noch viel mit euch teilen. Also es ist ein Vorgeschmackshäppchen, so lese ich das Ganze jetzt raus. Heißt, boah, wie die Konsole nächste Woche sehen, seid beim Doc auf dem YouTube-Kanal am 4. Juni um 22 Uhr dabei, um zu sehen, was wir für die nächste Generation von Spielen auf Lager haben. Ich hoffe, wir werden euch nicht enttäuschen. Das hoffe ich auch. Jetzt Erinnerung, jetzt Wecker in den Kalender. Sagt jedem Bescheid, der im Gamersyndrom leidet. Nächste Woche ziehen wir uns die Präsentation rein. Und was ich cool finde, es wird den Controller nicht nur in weiß-schwarz geben, sondern in schwarz. Zumindest hier laut dem neuen Trailer. Wahnsinn! Daumen nach oben, schreibt mir eure Meinung, freut ihr euch? Was erwartet ihr euch nächste Woche? Games oder denkt ihr, Sony wird sogar die Konsole zeigen? In diesem Sinne, wir sehen uns spätestens in der nächsten Folge. Euer Doc.